Hallo, ihr fantastischen Leute, zu einer richtig großen Pick-up-Folge. Es ist so einiges in meine Sammlung wieder hereingeraten. So ein bisschen hauptsächlich Gameboy-Sachen natürlich, auch ein bisschen Warhammer-Sachen. Ich war ja im Urlaub und habe da natürlich mir auch etwas mitgebracht und das werde ich euch dann später zeigen. Im Prinzip ist es komplett durch die Bank weg. Ich habe einen Kickstarter-Projekt erhalten. Ich habe Tauschgeschäfte gemacht. Der liebe Boris war für mich tätig. Aber das zeige ich euch alles gleich. Zuerst möchte ich diese Stelle noch etwas nutzen, um etwas Eigenwerbung zu machen. Und zwar habe ich ja vor ungefähr 1,5 Monaten die Kanalmitgliedschaft gestartet. Wenn ihr solche Videos wie dieses hier mindestens eine Woche im Voraus schon sehen wollt und mich etwas unterstützen wollt, könnt ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Das findet ihr unten verlinkt, kostet 99 Cent im Monat. Da bekomme ich einen gewissen Teil dann für mich ausgezahlt und ihr habt als Goodie ein kleines Panda-Symbol, wenn ihr kommentiert, und könnt, wie gesagt, Videos wie das hier schon mindestens eine Woche im Voraus sehen, im Regelfall. Haben schon einige Leute gemacht. An dieser Stelle vielen Dank an alle Kanalmitglieder schon mal. Und wenn ihr keinen Bock auf Kanalmitgliedschaft habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einfach kommentiert oder die Daumen bedient unten, um mir einfach mal so ein bisschen Feedback zu geben. Und damit helft ihr mir auch schon. Müsst ihr ja nicht unbedingt Geld ausgeben. Aber genug der langen Vorrede. Kommen wir zu den lang erwarteten Pickups. Und da fange ich mit zwei Sachen an, die mir der liebe Boris besorgt hat. An dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank an dich für deine Mühe. Und zwar muss ich das so ein bisschen einordnen. Und zwar bei Sachen kaufen bin ich faul. Ich bin kein Schnäppchenjäger, ich durchforste nicht das Internet irgendwie stundenlang, eBay Kleinanzeigen und so weiter. Ich bin da zu faul zu. Ich gehe dann zu irgendeinem Händler meistens oder auf einer Retro-Börse. Ich weiß, da zahle ich etwas mehr, aber das ist für mich bequemer. Ich bin nicht so der Jäger, ich bin eher der Sammler, so gesehen. Und ich habe so zwei Sachen auf meiner Wunschliste gehabt, die halte ich hier in der Hand. Und da habe ich den Boris mal gefragt, hey, du bist ja öfter mal unterwegs, wenn dir das mal über den Weg läuft, sag mal Bescheid zum vernünftigen Preis. Dann würde ich das gerne haben. Und das hat er gemacht mit zwei Sachen, die ich ihm gesagt habe. Und zwar lang erwartet, ich habe lange gedacht, zu einem relativ vernünftigen Preis. Ich habe jetzt, ich glaube, waren es jetzt 40 oder 50 Euro, ich bin mir gerade unsicher, bezahlt. Solar Striker in der OVP. Ne, ich sage es ja immer wieder, ich bin ja nicht so der OVP-Sammler, aber so ein paar bestimmte Titel möchte ich gerne als OVP haben. Und Solar Striker hatte ich als Kind sofort zum Start und habe das sehr, sehr ausführlich gespielt und hatte da sehr viel Spaß dran. Und so das Spiel meiner Kindheit hätte ich gerne als OVP. Und das ist wirklich hier in einem super Zustand. Ihr habt es gerade auf dem Foto gesehen. Und ist wirklich wunderbar. An dieser Stelle wirklich vielen Dank, dass du das aufgetrieben hast. Und als zweites ein Game Boy Hardware in Originalverpackung. Und zwar auch hier 1A-Zustand. Hier ist an der Seite so ein kleiner Aufkleber. Da muss ich mal schauen, ob ich den irgendwie vernünftig wegkriege. Da bin ich immer so ein bisschen ängstlich. Nicht, dass man das irgendwie mehr zerstört, als man da hilft. Aber ich weiß, ich muss mal mit dem Föhn da mal gucken, ob ich das vernünftig abziehen kann. Aber den Light Max in einer super erhaltenen OVP. Der eine oder andere hat das schon hier vielleicht, man kann es wahrscheinlich schlecht erkennen, in der Vitrine, habe ich ja schon die Game Boy Gürteltasche in einer Originalverpackung mir irgendwann mal geschossen. Und genauso wie Solar Striker, die Spiele meiner Kindheit, wo ich mir gedacht habe, hey, die Sachen hattest du. Also ich hatte den Light Max, ich hatte die Gürteltasche und auch den Game Boy Akku. Die Sachen hätte ich gerne in einem vernünftigen Zustand in der OVP. Also da fehlt mir nur noch in meiner Sammlung denn quasi den Gameboy Akku in einer guten OVP. Also falls irgendwer vielleicht was loswerden möchte, gerne an mich wenden. Also für den Light Max habe ich jetzt knapp 50 Euro mit inklusive Versand bezahlt. Das war mir auf eBay immer so etwas komisch, weil es gibt sofort Kaufpreise für 99 Euro. Wenn man aber in beendeten Angeboten reinschaut, dann geht das meistens irgendwo zwischen 30 und 40 Euro weg. Deswegen fand ich jetzt da diese 50 Euro durchaus fair. Super Zustand, kann man nicht meckern. Bevor euch noch einfällt, das war der Deal mit Boris. Wie gesagt, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Organisation an dich. Ein großes Pickup habe ich noch. Das werdet ihr jetzt gerade nicht sehen, das kann ich euch nicht zeigen, aber hören. Und zwar seht ihr, ich habe ja sonst immer hier so ein Ansteckmikrofon gehabt.
Leider war es mit den Atemgeräuschen hier und da halt nicht so toll, ne? Weil ich atme meistens relativ laut ein und wenn das natürlich hier denn direkt hier hängt, dann hört man das natürlich mehr. Deswegen habe ich jetzt mal etwas Geld investiert und mir so ein Aufsteckmikrofon, so ein Shotgun-Mikrofon nennt man das, für die Kamera besorgt. Ich hoffe, der Ton ist für euch in Ordnung. Ich muss da vielleicht etwas hier und da Feintuning machen und vielleicht, zumindest hoffe ich, dass die Atemgeräusche dann dadurch etwas abgefedert werden. Ich höre ja auf eure Kritikwünsche und habt ihr mal so die letzten paar YouTube-Auszahlungen jetzt für ein Mikrofon mal investiert. Ich hoffe, das passt. Dann kommen wir zu Tauschgeschäften und zwar der Lucky Dieb. Der hat mich in meinem letzten Pickup-Video, wo ich ja den Game Gear hatte, angeschrieben, weil ich da gesagt habe, hey, ich habe einen Game Gear. Aber da werden das hier mit den Kondensatoren, da wird irgendwas dran sein. Also das Display ging einigermaßen, das Sound war weg. Deswegen ging ich davon aus, okay, ich habe mich da nicht getraut, das aufzumachen, weil ich da nicht so die guten Kenntnisse habe. Dachte ich mir, hey, es wird wahrscheinlich dieser ganz krasse Schaden sein und irgendwann musste das mal machen. So, dann hat der mich angeschrieben und meinte, hey, er hätte mal Lust, da ein bisschen dran rum zu doktoren und mal selber zu gucken, ob ich den Game Gear abgeben würde. Also, ja, sicher, ne? Ich habe jetzt den super umgebauten, wozu brauche ich hier so einen halb kaputten Game Gear? Also, ja klar, sicher, fragt er mir, was wir für Witzen dafür haben. Und meine ich so, ja, ich bin natürlich eher im Tausch interessiert. Was hast du denn so über, was vielleicht loswerden willst, wir haben uns schon irgendwie einig. Und dann haben wir so ein paar Bilder geschickt und habe ich hier zugeschlagen. Bei einer Sache muss ich aber mit dir meckern, das zeige ich gleich. Und zwar ist es ein Switch-Spiel geworden und zwei Gameboy-Spiele. Eigentlich wäre ich auch mit weniger zufrieden gewesen, aber na gut. Danke an dieser Stelle für den guten Deal an dich. Und zwar bei den Gameboy-Spielen haben wir zuerst Palamides. Palamides ist ein Puzzlespiel. Ich habe jetzt auch schon so eine neue Gameboy Shorts Folge vorbereitet. Die wird dann irgendwann in den nächsten Wochen mal kommen. Da habe ich aber nur 3 und nicht 5 Spiele kurz besprochen. Da ist das Spiel auch dabei. Das ist ein Puzzlespiel. Und zwar ist es so ein bisschen, ja, wie Bubble Bobble kann man vielleicht nicht sagen. Und zwar habt ihr am oberen Bildschirmrand habt ihr eine Leiste so mit Würfeln. Ne? Also so ein klassischer 6-seitiger Würfel mit den entsprechenden Zahlen. So. Eure Aufgabe ist es jetzt, diese Würfel wegzumachen. Wie macht ihr das? Ihr habt selber einen Würfel und müsst dann halt diesen Würfel mit der entsprechenden Zahl dann da kombinieren und dann verschwindet das. Kennt man alles von putzenden anderen Puzzle-Spielen auch. Problem ist natürlich nur, ihr müsst halt die richtige Zahl haben und diese Zahl dieses Würfels, den ihr werft, die könnt ihr ändern, die man auf der Taste drückt. Ne? Also das geht natürlich immer leider nur hoch. Also ne? Ich schalte durch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann fängt es wieder bei 1 an. Ihr könnt nicht zurückschalten. Und dadurch kommt ihr natürlich durchaus unter Zeitdruck, weil wenn ihr gerade eine 4, sage ich mal, aktiv habt, aber ihr unbedingt jetzt eine 3 braucht, müsst ihr natürlich erstmal 5, 6 Mal auf diese Taste drücken, bis ihr dann so weit durchgeschaltet habt. Und ihr könnt euch vorstellen, das Spiel ist relativ schnell. Und dadurch kommt ihr da sehr schnell unter Zeitdruck. Ist ein nettes Spiel, ich bin nicht so hundertprozentig warm geworden, deswegen ist es auch nur ein Gameboy Shorts Video geworden. Wollte ich aber mal für meine Sammlung haben, war ich schon immer mal wieder so drüber gestolpert und war natürlich neugierig, was das ist. Dann als nächstes haben wir Pack in Time. Cover ist nicht so doll, ist egal. Fand ich mal interessant, was sie jetzt aus dieser Pac-Man-Lizenz machen. Und zwar ist das jetzt kein klassisches Pac-Man-Spiel, sondern ein Jump'n'Run. Und ich habe hier kurz reingespielt, ihr seht es in den Spielszenen. Boah, ist die Steuerung scheiße und das ganze Gameplay. Also, das wäre eigentlich, ich muss da mal ein bisschen mehr recherchieren, ob ich mich einfach nur doof angestellt habe, ob man sich das irgendwie drauf einlassen kann oder ob es wirklich ein Kandidat für eine Quetzig-Folge ist. Aber die Steuerung ist so schwammig, das Springen ist so seltsam. Warum? Warum muss man aus Pac-Man ein schlechtes Jump'n'Run-Spiel machen? Ich weiß es nicht. Dann als letzte Zugabe das Switch-Spiel und zwar Endless Dungeon. Und warum ich jetzt mit dir meckern muss, das ist ja noch neu und original verpackt. Das habe ich auf dem Foto gar nicht gesehen. Ich dachte, das hast du eh nur rumfliegen. Also ich, ne, also danke, aber so viel wollte ich jetzt eigentlich auch nicht haben. Aber es ist Dungeon of the Endless. Und das Spiel hatte mich so ein bisschen interessiert, weil ich vor Urzeiten, also vor ein paar Jahren auf dem PC mal
Oh, wie hieß das Spiel? Off the Endless hatte. Und zwar ist das, der Hersteller macht so einige Off the Endless Spiele und dieses Off the Endless, mir fällt der Name gerade echt nicht ein, das war halt so ein 4X-Strategiespiel, ne? Also sowas wie Civilization, ihr baut eure Zivilisation auf, geht weiter, expandiert, macht natürlich Truppen und so weiter, ihr kennt das Spiel, sowas wie Civilization. Und das ist, soweit ich weiß, so eine Art Diablo mäßiges Sache. Mir gefiel das Stil und so weiter, und weil ich vielleicht das andere Spiel kann, dachte ich, hey, wenn du das abgeben willst, würde ich nehmen. Aber wie gesagt, dass das neu eingepackt ist, so haben wir nicht gewettet. Aber vielen Dank an dich für dieses wunderbare Tauschgeschäft auf jeden Fall. Kommen wir zum Kickstarter. Und zwar bin ich da sehr froh, da haben mich auch damals, als das gestartet ist, einige darauf aufmerksam gemacht. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr da an mich gedacht habt. Und das musste ich natürlich backen, immer mein erstes Kickstarter-Projekt, was ich gebackt habe. Und da gab es zwei Tiere, also ne, das heißt immer Tier, also Ebenen. Einmal bekam man das eine Werk und beim Erweiterten bekam man noch so ein kleines Werk dazu. Was das alles beides genau ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar ist es die The Game Boy Cartridge Collection, als richtig dickes Buch. Also das haben die französischen Jungs von der Game Boy Database, ich kannte die Seite vorher ehrlich gesagt auch nicht, wobei die ziemlich geil ist, muss ich sagen. Die haben sich gedacht, hey, es gibt kein Werk, wo wirklich alle Game Boy Spiele Module mit ihrem Cover verzeichnet sind. Und für Sammler ist so ein Nachschlagewerk natürlich super. Und die wollten das halt in Buchform bringen, haben einen Kickstarter gestartet und ich habe es natürlich gebackt. Finde ich wunderbar. Ihr seht, es ist relativ dick. Ich blende jetzt auch gerade mal so ein paar Videoaufnahmen ein. Das heißt, wenn ihr es aufblättert, habt ihr überall die ganzen nach Region und nach Ländercode sortiert, die ganzen Module hier drin. Und das ist als Sammler natürlich super kostbar, so ein schönes Buch zu haben, um da mal eine Komplettübersicht zu haben. Fairerweise haben sie natürlich auch so ein bisschen unter Vorbehalt gesagt, hey, vielleicht vergessen wir natürlich ein, zwei Module. Fehler passieren. Ich habe das jetzt nicht weiter nachverfolgt, ob da wirklich irgendwas fehlt. Ich habe bisher auch nur grob durchgeblättert, weil ich das Buch jetzt erst seit 2-3 Tagen habe. Wunderbar, auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das jetzt so ein Kickstarter-Exclusive war oder ob man das jetzt irgendwo noch nachkaufen kann. Da habe ich auch schon ein paar Nachfragen gehabt. So tief bin ich da leider nicht drin, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe aber schon, weil wenn die sich so eine Arbeit machen, dann sollten sie das auch weiterhin vertreiben, finde ich. Und wenn man da, ich glaube, 10 Euro mehr gebackt hat, hat man hier noch so ein kleines Büchchen dazu bekommen, was ich halt sehr cool finde. Und zwar ist es dasselbe Buch, nur als Checkliste. Ne? Ihr seht, es ist relativ dröge aufgemacht, aber da sind alle Module mit ihren Ländercodes so als Liste. Und als Sammler kann man dann natürlich schön eintragen, jupp, habe ich schon. Und dann sieht man da auch auf den ersten Blick, was einem noch in der Sammlung fehlt oder nicht. Fantastisch. Super Idee, wunderbares Buch. Ein Blättervideo werde ich davon nicht machen, weil das ist sehr eintönig, denke ich mal, weil das ist wirklich so eine Art Sachbuch-Nachschlagewerk, würde ich das einfach mal so bezeichnen. Und da jetzt ein Blättervideo zu machen, oh, noch eine Seite mit Modulen. Oh, noch eine Seite mit Modulen. Sehe ich jetzt nicht so den großen Mehrwert für euch, ehrlich gesagt. Das war das Kickstarter-Projekt und dann habe ich mir natürlich noch so einige Gameboy-Spiele hier und da mal geholt. Beim ersten hier habe ich etwas tiefer in die Tasche gegriffen und zwar Castlevania Legends. Ich glaube, ich habe jetzt so 60 Euro bezahlt. Das ist auf jeden Fall eines dieser teureren Gameboy-Spiele. Das ist das dritte Castlevania und glaube ich auch letzte Castlevania-Spiel für den klassischen Gameboy. Der erste Teil ist ja, naja, der zweite ist schon wesentlich besser. Das Spiel hat, soweit ich weiß, einen relativ gemischten Ruf. Manche sagen, das ist ziemlich cool, manche sagen, es ist auch definitiv wesentlich schlechter als der zweite Teil. Ich habe jetzt für die Videoaufnahme auch wieder mal nur kurz reingespielt. Was ich da halt sehr interessant finde, ist, dass die Protagonistin, ihr merkt schon in dem Wort, eine Dame ist und nicht der klassische männliche Belmont. Und das fand ich schon sehr interessant vom Ansatz her, vom reinen Spielgefühl, hat es einen guten Eindruck gemacht. Die Musik fetzt natürlich wie immer bei Castlevania, hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Freue ich mich, wenn ich da mal tiefer drauf einsteigen kann. Als nächstes habe ich dann On the Tiles. Habe ich noch nie gehört, bin ich durch Zufall beim Stöbern durch eBay drüber gestolpert. Ich habe mal ein paar Euro drauf geboten, habe ich dann auch gewonnen. Ja, aber ich habe nicht viel erwartet und es ist ein klassisches Verschieberätselspiel mit
Zeitdruck. Ja, ich denke mal auch eher mal, wenn es nicht ganz scheiße ist, ein Kandidat für die Game Boy Shorts. Aber es ist in der Sammlung und ich habe wirklich, glaube ich, 4 oder 5 Euro bezahlt. Und so 5 Euro finde ich so bei Game Boy ist es für mich so von wegen, ach die fuck it Grenze. Passt denn schon irgendwie. Dann habe ich Nigel Mansions World Championship. Ein Rennspiel für den Game Boy. Formel 1 Spiele gibt es ja so einige auf den Systemen. Ne? Vor allem natürlich F1 Race. Wir kennen es alle. Wir haben es damals alle gehabt. Mit diesen 4 Spieler-Adapter und alles. Und da dachte ich mir so, hey, Formel 1, das kann ja gut sein. Aber auch hier beim Reinspielen, Ego-Perspektive, das Geschwindigkeitsgefühl kommt so gar nicht irgendwie durch. Das ist natürlich der Bildschirm zweigeteilt, ne? Also unten Fahrszenen um die Karte. Konnte es wahrscheinlich nicht anders machen, weil sonst die Leistung des Gameboys jetzt für die reine Ego-Perspektive vollbildmäßig jetzt auch nicht gereicht hätte. Aber also lieber so eine Draufsicht oder Verfolgeransicht oder sowas wäre mir da ehrlich gesagt lieber gewesen. Wie gesagt, bei so einem Spiel ist es für mich persönlich wichtig, dass da ein gutes Geschwindigkeitsgefühl da ist. Und das war da nicht. Und das fand ich echt schade. Als nächstes Spiel habe ich Dr. Franken 2. Da habe ich ja schon vor Urzeiten irgendwann mal zu Halloween meinen ersten Teil getestet. War es nicht kein Überflieger, aber war okay. Ne? Es scheint aus der seitlichen Ansicht halt Frankensteins Monster. Man muss halt im großen Anwesen von Dr. Frankenstein Rätsel lösen. Ne? Ein bisschen einsammeln, Gegner bekämpfen und so weiter. Beim Reinspielen scheint das Spiel so in dieselbe Kerbe zu schlagen. Gefühlt ist die Grafik etwas besser. Und der Fokus liegt eher auf die Action und nicht unbedingt auf das Puzzeln. Aber ich habe auch hier nur kurz reingespielt, um halt hier die Videoaufnahmen zu haben. Deswegen, das war so mein erstes Spielgefühl. Ob das jetzt sich während des Spielens später bewahrheitet, das kann ich natürlich jetzt nicht versprechen. Und als letztes dennoch habe ich World Beach Volley GB Cup 1992. Puh. Habe ich bei NES-Kommando gesehen mal. Ich habe mich daran erinnert, bin über das Spiel gestolpert. Das ist auch leider nicht eins der ganz billigen. Ich habe es, glaube ich, für 25 oder 30 Euro bezahlt. Ich bin mir gerade unsicher. Ist ein sehr, sehr gutes Beachvolleyball-Spiel auf den Game Boy. Und sehr gute Sportspiele gibt es ja auf den ersten Blick nicht so viel auf den Game Boy. Aber das ist wirklich sehr gut. Macht sehr viel Spaß. Habe ich auch schon einen Test vorbereitet. Wird auch irgendwann kommen. Und es macht wirklich Spaß. Also ihr spielt Beachvolleyball, 2 gegen 2 logischerweise, habt ihr verschiedene Tasten, wo ihr den baggern könnt und etc. Macht sehr viel Spaß. Also wenn ihr so ein bisschen was mit Volleyball anfangen könnt, würde ich euch das Spiel auf jeden Fall zum Empfehlen, das Spielgefühl. Da kommt man sehr schnell rein, macht sehr schnell viel Spaß. Ihr könnt wirklich klassischerweise blocken natürlich Bälle, ihr könnt schmettern und alles. Und das alles mit 2 Tasten, weil es so ein bisschen kontextsensitiv geht. Also dass das System weiß schon so ungefähr, welche Aktion von euch jetzt relativ logisch wäre und geht halt wirklich darauf ein. Und macht Spaß. Kommt jetzt auch in mein neues Projekt, vielleicht so ein bisschen ein Spoiler. Meine Gameboy-Gurken, die sind ja jetzt ja ausverkauft. Aber als ich das Video, das Blättervideo zu den Gameboy-Gurken gemacht habe und von euch nochmal so viel positive Resonanz bekommen habe, dachte ich mir so, ja, noch so ein neues Buchprojekt, das wäre ja was. Also ich habe schon die Arbeiten angefangen, wird viel, viel länger dauern, aber ich versuche und werde das Buch, was ich jetzt mache, das wird jeweils mindestens doppelt so dick werden. Also die Gameboy-Gurken, die haben ja so 50 Seiten, wird jetzt mindestens 100, wahrscheinlich so 110, 115 Seiten werden. Ich muss mal genau gucken. Wird sich nicht um schlechte Gameboy-Spiele drehen, sondern so um Gameboy-Geheimtipps. Das heißt, ich habe ja meine Geheimtipp-Videoserie, sage ich mal, wo ich so ein bisschen nach Genre gehe und euch ein paar eher unbekanntere Spiele mal ein bisschen näher bringe. Und das Buch wird sich halt um solche Geheimtipps drehen. Es wird natürlich viel aus diesen Videos natürlich auch auftauchen. Warum ich da jetzt drauf komme, da ist dieses Spiel nämlich auch drin. Ne? Macht sehr viel Spaß. Im Sportteil werdet ihr auch dieses Spiel finden. Und das waren meine normalen Pickups. Und jetzt kommen wir zu meinen Urlaubsmitbringseln. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier drehe, bin ich ja relativ frisch aus dem Urlaub da. Ihr habt es gesehen, auf dem Kanal war ja eine Urlaubsvertretung von dem guten Retro-Robby. An dieser Stelle viele Grüße an dich und vielen, vielen Dank für deine wunderbare Vertretung.
Ich war nicht da, ich war im Urlaub und zwar in Frankreich mit meiner Angebeteten und wir haben so eine kleine Rundreise gemacht. Also wir waren, haben quasi oben rechts, ne? Okay, jeder Erdkundelehrer würde mich jetzt schlagen, also oben im Osten gestartet bei Nancy, sind dann durch das Elsass nach Marseille und dann nach Bordeaux und dann wieder zurückgefahren. Je nach Stadt waren wir immer so 3-4 Tage, haben so ein bisschen Hotel gebucht, waren mit dem Auto unterwegs, war zu Zeiten von Corona, war es uns natürlich auch wichtig, hey, falls sich die Lage irgendwie verschlimmert, können wir auch ruckzuck wieder zurückfahren und halt dann ja, spontan abbrechen. War mein erstes Mal in Frankreich, war sehr, sehr schön dort, kann ich wirklich nur empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und bei den Urlaubsmitbringseln habe ich mir so ein bisschen das angewöhnt, wenn ich irgendwo in einer größeren fremden Stadt bin, im Urlaub oder irgendwie sowas, und ich ein bisschen Zeit habe, hole ich mir da nicht irgendwie so irgendwie gammeliges Mitbringsel mit, sondern ich latsche zum Warhammer-Laden des Vertrauens, wenn einer wirklich dann zufällig relativ in der Nähe ist, ist in den meisten Großstädten. Und ich habe ja so ein bisschen für mich als neues Hobby entdeckt, Warhammer 40.000 Miniaturen zu sammeln, aufzubauen und zu bemalen. Spielen kommt vielleicht noch irgendwann. Ich habe da noch keine Zeit und keine Spielgruppe, wo ich dieses Brettspiel spiele. Ich verfolge ja sehr, sehr lange das Warhammer 40.000 Universum und habe da sehr viel Spaß dran. Und mir macht es einfach Spaß, so ein bisschen auch kreativ auch diese Miniaturen zu malen. Ich werde immer besser. Ich bin weit weg von gut zu sein, obwohl ich schon jetzt über die Zeit, die letzten anderthalb Jahre, sehr, sehr viele Figuren angemalt habe. Wenn ich immer so sehe, ich blende auch mal so ein paar Fotos ein. Und es macht Spaß, immer wieder neue Techniken zu lernen und so, sich genau zu konzentrieren und so weiter. Und sich ein bisschen Gedanken zu machen, hey, wie gehe ich das am besten an? Ich bin halt gerne kreativ, ne? Das sieht man auch an diesem YouTube-Kanal und ich erschaffe auch gerne was. Ich bin aber künstlerisch leider nicht überhaupt nicht talentiert. Also ich könnte niemals ein vernünftiges Bild selber malen, aber was anmalen, da ist ja schon die Grundform gegeben, das geht denn eher. Lange Rede, als Tradition habe ich es dann, ich gehe in Warhammer-Laden und hole mir dann irgendwie eine Figur oder irgendein Set. Und wenn ich das dann fertig angemalt habe und Regal stehen habe, dann sehe ich das, ah, ja, das hast du doch da und da gekauft. Und so, das habe ich natürlich auch in Frankreich gemacht. Und da will ich euch so ein paar Pickups zeigen. Natürlich nur kurz, ich weiß, die meisten würde es nicht interessieren, aber ich möchte es euch zeigen. Und zwar habe ich jetzt erstes den Belisarius Call geholt. Und zwar, ich habe im Prinzip zur groben Einordnung zwei Lieblingsfraktionen oder Armeen. Und zwar einmal den Adeptus Mechanicus. Das könnt ihr euch so vorstellen für Leute, die mit dem Universum so gar nichts anfangen können. Das sind so ein bisschen die Technik-Heinis. Ne? Das sind so ein bisschen Technikpriester und so weiter, die machen das ganze technische Warten und so weiter. Das sind halt die Jungs von wegen, ey, hier so ein Fleischarm ist schwach, komm, mach mal hier einen Roboterarm, ist viel besser und so weiter. Also ganz, ganz grob zusammengefasst, natürlich, das ist so komplex, das Universum. Das kann ich euch jetzt nicht in der gänzlichen Breite machen. Und dieser Belisarius Call ist der Anführer der Fraktion quasi. Und da seht ihr schon, dass das Modell ist sehr, sehr aufwendig. Und ich wollte mir einfach mal, eine Herausforderung zum Anmalen holen. Als nächstes haben wir dann das habe ich mir in Nancy gekauft. Und als nächstes, bei der zweiten Lieblingsfraktion, sind die Adepta Sororitas. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen, so Krieger-Nonnen quasi ein bisschen. Ne? Sind glaubenstechnisch sehr stark dabei. Und das ist die einzige Fraktion, die wirklich nur Frauen hat, weil ihr kennt wahrscheinlich die Space Marines und sowas, das sind alles Männer. Das sind nur Frauen. Ich finde den Stil halt sehr, sehr geil. Und das ist eine sogenannte Combat Patrol. Die habe ich in Straßburg gekauft. ihr seht, ich weiß das schon alles. Ist natürlich jetzt ein großes Set, kostet auch nicht wenig. Das ist quasi so, wenn ihr eine Armee starten wollt, dann habt ihr schon mal so ein bisschen eine relativ okaye Zusammenstellung einer kleinen Armee. Und da sind halt verschiedene Einheiten dabei, von Panzern zu normalen Einheiten und so weiter. Und das ist ein super Gelegenheit zum Einsteigen. Freue ich mich auch schon drauf. Ein paar Modelle von denen habe ich schon hier auch in der Vitrine stehen. Auch da blende ich mal ein, zwei Fotos ein. Ich habe schon gemerkt, ich habe hier so alles gekauft. Nicht nur mein Spiele-Backlog wächst, sondern auch mein Anmal-Backlog. Und das hier habe ich in Bordeaux gekauft. Und zwar auch für dieselbe Fraktion, den Triumphs of St. Catherine.
Das ist, sieht zwar komisch aus, ist aber wirklich eine Kampfeinheit. So quasi, ne, es sind halt sehr glaubensorientiert, die Fraktionen, die meisten. Und da sieht ihr halt die Heilige, die dann halt so aufgebahrt wird. Ich finde das, find das Modell einfach nur super. Auch das, das wird eine, für mich eine arge Herausforderung sein, das anzumalen. Aber mit Herausforderung wächst man ja. Ne? Also schaue ich mal. Aber genug zu Warhammer. Ich habe auch extra unten das mal markiert, dass ihr es auch immer wieder skippen könnt. Und ich habe mir auch einige Gameboy-Spiele aus Frankreich mitgebracht. Und zwar einige und zu einem sehr, sehr fairen Preis. Und zwar waren wir da in der Provence unterwegs, und zwar in der Stadt Aix-de-Provence. Also ich kann kein Französisch, ich hatte kein Französisch in der Schule. Man kommt aber in Frankreich entgegen der Vorurteile mit Englisch einigermaßen vernünftig durch, sage ich mal. Und im Prinzip ist das so eine Kleinstadt, also nicht klein, aber eine relative Kleinstadt im Vergleich jetzt zu Bordeaux oder irgendwie sowas. Und da bin ich an einen Spieleladen vorbeigelaufen und da habe ich gesehen, oh, der hat auch Gameboy-Spiele. Da muss ich natürlich reinschauen. Ne? Also auch da, wenn ich in einer größeren Stadt mal bin, dann google ich auch kurz vorweg, gibt es irgendeinen Retro-Game-Store? Meistens nicht so unbedingt, oder ich bin einfach zu doof zum Googlen, weil die meisten Spieleläden, die es so gibt, die auch ankaufen, die konzentrieren sich ja meistens eher auf moderne Generation plus denn vielleicht noch vielleicht die letzte Konsolengeneration, aber so wirklich so Gameboy und sowas, das haben wirklich die wenigsten. Und der hat eine relativ breite Auswahl, logischerweise die meisten der Spiele hatte ich schon, aber als ich die Preise gesehen habe, dachte ich mir so, wow, also super fair für einen Händler als Deutscher da drin. Also ich kann nur sagen, also die Spiele hier waren entweder 5 oder 10 Euro teuer. Ich habe auch extra mal die Preise dran gelassen, damit ihr mal seht, wie viel ich da bezahlt habe. Und bei den meisten, wenn ich jetzt bei eBay bei den beendeten Angeboten sehe, was immer so ein bisschen meine Maßgabe ist, was so ungefähr der aktuelle Marktwert ist, habe ich 3-4 Euro gespart. Und das finde ich für ein Geschäft echt super. Da habe ich dann, wie gesagt, einige Spiele mitgebracht und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Für 10 Euro Mortal Kombat 3. Ich habe reingespielt, ist natürlich scheiße. Also die Mortal Kombat Spiele auf den Game Boy haben es halt einfach nicht einfach. Ich glaube, der erste ist auch am ehesten okay, aber dieses Genre der Kampfspiele ist auf dem Game Boy allgemein eher schwer, weil wenig Buttons, Technik ist nicht unbedingt darauf ausgelegt. Das scheint wirklich so eins dieser Vertreter zu sein, die echt scheiße sind. Denn für 5 Euro Top Ranking Tennis. Das hat mir vor allem der Stefan an dieser Stelle viele Grüße an dich immer wieder ans Herz gelegt. Panda, Henning, wenn du ein gutes Tennisspiel haben willst, guck dir mal das Spiel an. Auch das wird voraussichtlich im Buch landen, weil ich habe hier schon reingespielt. Und ich war sofort gehuckt. Das ist echt gut. Ihr habt wirklich eine Rangliste, wo ihr euch durchspielen könnt und so weiter. Das Ganze ist halt Tennis logischerweise in der Basis. Aber das ganze Spielgefühl fühlt sich extremst gut an. Also im Prinzip ist es so vom Gefühl her, dieses klassische Tennis von Nintendo mit ein paar mehr Optionen aufgebaut und natürlich mit weniger Nintendo-Charme, aber den Grafikstil und so weiter, der gefällt mir eigentlich sehr gut. Deswegen habe ich es so natürlich sofort für 5 Euro mitgenommen und an dieser Stelle vielen Dank für die Empfehlung und macht Spaß auf jeden Fall. Wird auch in dem Buch auf jeden Fall landen. Dann habe ich mir The Legend of Prince Valiant geholt. Und zwar habe ich da ja schon die US-Version, die nennt sich Kingdom Crusade. In meiner Sammlung habe ich auch schon vor Ewigkeiten mal getestet. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das hier eventuell zu verlinken oder sowas. Oder guckt einfach mal in den Kanal, suche Kingdom Crusade an. Ist ein netter Strategiemix. Das habe ich auch schon in meiner letzten Strategie, Top 5 Strategie-Geheimtipps Video gezeigt. Ist halt sehr interessant, weil ihr habt eine Übersichtskarte mit verschiedenen Einheiten. Das kann zum Beispiel der König sein, das kann der Bogenschütze sein, Magier und so weiter. Die haben natürlich alle ihre Vor- und Nachteile. So, und dann habt ihr die Gegner. Und euer Ziel ist es, gegnerische Bogen zu besetzen, also die Felder. Und dann zieht ihr halt, und wenn es zum Kampf kommt, wird es zu, also die auf Übersichtskarte ist alles rundenweise natürlich, wenn es zu einem Kampf kommt, also wenn sich zwei Einheiten auf einem Feld treffen, dann geht das so zu einer Art Echtzeitkampf. Und zwar habt ihr ein Riesenfeld und dann steuert ihr halt euer Männchen, was, wie gesagt,
je nach Eigenschaft natürlich verschieden steuerbar ist und bekämpft halt den anderen. Super schöner Mix, macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt endlich mal die europäische Version. Dann habe ich jetzt nächstes Turn and Burn. US-exklusiv. Ich habe das Modul gesehen, dachte mir da schon, wird kacke sein. Aber für 5 Euro, wie gesagt, das ist mein Ach-Fuck-It-Preis. 5 Euro für ein Gameboy-Spiel, mein Gott, passt. Ist ein Kampf-Jet-Simulationsspiel aus der Ego-Perspektive. Sowas wie Top Gun im Prinzip. Beim Reinspielen, ja, also es ist jetzt nicht ganz schlecht. Sie versuchen auch so ein bisschen, ja, bisschen Esprit aufzubauen, nenne ich das einfach mal. Und zwar, dass ihr zum Beispiel erstmal Vollschub geben müsst, bevor ihr startet und dann hochziehen müsst und so weiter. Das ist alles eigentlich ganz gut inszeniert. Nur dann war ich irgendwie in der Luft und da war nichts. Also entweder habe ich da beim Anspielen was falsch gemacht. Technik ist natürlich sehr, 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 sehr simpel. Logischerweise Gameboy, ihr habt es bei Top Gun Guts and Glory wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Das ist ja das eher bekanntere. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Denn als nächstes Spiel für 10 Euro habe ich mir Road Rash geholt. Alter, ich wusste ja gar nicht, dass es das Spiel auch auf den Gameboy gibt. Das ist irgendwie an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe es damals auf dem PC ganz gerne gespielt. Ist ein Motorradrennspiel, wer es nicht kennt. Was die Besonderheit hat, dass ihr nach links und nach rechts schlagen könnt und die Konkurrenten irgendwie wegbremsen könnt. Auch da dachte ich mir, okay, ja, 10 Euro, aber komm, Road Rash kennst du. Ich habe nicht viel erwartet, aber beim Reinspielen, also so komplett scheiße, ist es nicht. Es ist spielbar. Es ist natürlich anderen Versionen des Spiels natürlich meilenweit unterlegen, aber an sich, warum nicht? Also richtig scheiße war es jetzt auch nicht so gesehen. Ne? Mal gucken, ich werde mal irgendwann mal tiefer einsteigen. Ich weiß, das sage ich beim Pickup ständig, aber das ist halt einfach so, dass ich in die Spiele erstmal reingespielt habe. Ich war wirklich überrascht, dass es das überhaupt auf den Gameboy gibt. Und dann, ja, passt einigermaßen. Das Kämpfen fühlt sich sehr sperrig an, aber nein, was willst du mehr? Dann für 5 Euro, wie gesagt, die Fuck-It-Grenze Navy Seals. Da wusste ich schon, zu diesem Zeitpunkt, auch da, wie gesagt, wenn ich das Video hier veröffentliche, weiß nicht, ob das Video schon erschienen ist oder nicht, habe ich erst vorgestern ein Quetzig-Video von aufgenommen, weil der Franz Schnabel sich das mal vor Urzeiten gewünscht hat und ich wusste halt, dass das auf meiner Quetzig-Liste ist. Und wenn was auf meiner Quetzig-Liste ist, weiß ich schon, aha, ist wahrscheinlich nicht so doll. Aber für 5 Euro, ne, komm, ist es eine Sammlung. Ja, also wie gesagt, die Spieleränderungen sind relativ frisch dran. Das Spiel ist jetzt keine komplette Katastrophe, aber sehr simpel und eintönig gemacht. Also ihr spielt Navy Seal mit einer Maschinenpistole und euer Gegner sind halt wirklich so die absoluten Klischee-Terroristen mit Messern. Und die sehen alle gleich aus. Und es gibt auch keine Variationen bis auf die späteren Level. Wie gesagt, guckt euch das Quetzig-Video an, dann werdet ihr das genauer sehen. Ist nicht gut. Also lieblos, dahingerotzt, Technik ist okay, Steuerung so, naja, es ist unfair an manchen Stellen. Also Leute, also Gameboy kann doch wirklich Besseres und wirklich diese nicht vorhandene Gegnervielfalt, es ist wirklich so das Lächerlichste, was ich bisher in einem Spiel gesehen habe. Und das letzte Spiel habe ich mir Gearworks für 10 Euro geholt. Das Spiel kannte ich vorher auch nicht, aber ich dachte mir, okay, Gearworks, also Zahnräder, das Cover sieht auch so aus. Gutes Puzzlespiel mit Zahnrädern, auf jeden Fall. Und das habe ich reingespielt, ihr seht es, und ich habe nichts gerafft. Aber es scheint wirklich so eine Art Kombinationsspiel mit Zahnrädern und verschiedenen Variationen zu sein. Ich muss mich da auch mal ein bisschen mehr reinfuchsen. Die Steuerung scheint jetzt nicht so hundertprozentig intuitiv. Also das nach dem, was ich gespielt habe, habt ihr irgendwie ein Zahnrad, was sich dreht am Anfang und am Ende, das müsst ihr wahrscheinlich auch drehen. Dann müsst ihr das irgendwie so kombinieren, dass das halt entsprechend ist. Habt natürlich, wie bei Lemminge zum Beispiel, verschiedene Sachen, die ihr dann einsetzen könnt. Ihr habt da Gegner rumflitzen. Sieht sehr interessant aus, aber ich glaube, da muss man sich eher mal so ein bisschen reinfuchsen. Aber ja,
Und das war es dann auch. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, auch monetär, würde ich mich über eine Kanalmitgliedschaft freuen. Ihr kriegt dann natürlich auch so diese kleinen Goodies dazu. Und das waren jetzt meine wirklich riesigen Pickups. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja euch mal ja melden, ob euch meine Warhammer Pickups überhaupt interessieren oder nicht. Lasse ich es eventuell das nächste Mal einfach raus, obwohl so schnell will ich mir da keine neuen Sachen kaufen, weil mein Anmal-Backlog ist echt riesig jetzt mittlerweile geworden. Aber hey, wie gesagt, könnt ihr euch mal reinschreiben, ob es euch interessiert. Und ansonsten, ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut!